So, und jetzt geht's da nach oben. Tja Leute, ich komme jetzt gerade hier vom schönen Sonnenaufgang. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ist hier oben verlinkt. Und jetzt geht's zu den geheimnisvollen Buchkammern. Und zur Burg Drachenfels und so weiter und so weiter. So, nachdem ich für den Sonnenaufgangsvideo 1,5 Stunden bei minus 4 Grad oben auf dem Berg gesessen habe, heißt es jetzt erstmal warm laufen. Alter Schwede, da friert man noch ganz schön, ey. Wahnsinn. So, wir nähern uns jetzt der Ruine Drachenfels. Ein geiler Ausblick. Wir sind noch nicht mal oben. Wahnsinn. Im Hintergrund hier die eisbedeckten Felder. Und da geht es jetzt weiter hoch. Na, ich bin gespannt. Eieiei. So Leute, für mich eine geführte Ewigkeit und für euch eigentlich ein Zeitraffer, aber das sieht ja schon ganz mystisch aus, ja. Eieiei. Also hier würde ich ja direkt einziehen. Wie geil ist das denn hier drin? Gucken uns natürlich jede Aussichtsterrasse an. Ey, ist ein geiles Ding. Oh mein Gott. Wahnsinn. So, und jetzt geht's da nach oben. Einfach noch so ein Wasserloch. Aha, aha. Okay.
ist hier wieder Abenteuer pur. Geht's hier die Treppe hoch? So Leute, das war die Burg Drachenfels. Alter, das ist schon geil da oben. Alter Schwede. Vor allem frei zugänglich, da kannst du bei Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Rundumblick oben. Absolut der Wahnsinn. Alter, kann man natürlich auch vorstellen, was bei schönem Wetter im Sommer oder Frühling echt die Hölle los ist. Hier ist das Teil nochmal. Man hört halt einfach wunderbar noch die Vögel. Leider ist heute Sonntag. Mal gucken, wie viel Original-Tonaufnahmen ich hier was spielen muss mit Musik. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum da immer Musik drunter ist. Weil man oftmals einfach die Tonspur runterdrehen muss, weil halt eben ein Flugzeug vorbeifliegt oder ein LKW vorbeifährt oder schreiende Kinder im Hintergrund zu hören sind. Das feiere ich jetzt nicht so. Ich versuche natürlich so viel wie es geht von der Natur rüberzubringen. So, jetzt kommen hier noch diverse Felsen auf die nächsten 10 Kilometern. Bis es dann zum eigentlichen Ziel geht, den sogenannten Buchkammern. Und was es damit auf sich hat, dann später. So, hier an diesem wunderschönen Plätzchen, klingt wie Weihnachten, mit Blick auf den Felsen, da hinten gibt es jetzt die erste Pause, oder müssen wir ja leider erstmal hier die Bank vom Eis befreien. Sind halt irgendwelche Fischwasserteiche. Und da hinten sieht man schon die nächsten Felsen auftauchen über der eisbedeckten Wiese. Also heute sollen ja 12 Grad werden angeblich. Na, bis dahin sind wir wahrscheinlich wieder zu Hause. Dass es auf dem Video ein bisschen rüberkommt. Hier glitzert einfach die eisbedeckte Wiese vor sich hin. Da wie einfach der Vogel herumschreit. Wahnsinn. Es
geht ihm der Akku leer. Alter, was hier abgeht. Also Leute, ich empfehle euch nur, morgens in den Wald zu gehen. So, und dieser riesen Felsen vor uns. Man hört die Geier noch, heißt passenderweise. Geiersteine. Oder heißen Geiersteine. Also der Name ist ja echt mal passend. So Leute, vor uns in all seiner Pracht der Geierstein. Wow. Ist halt einfach der Elvetritsche Rasierplatz mit Standesamt und einer Steckdose. Hä, ist aber kein Strom, oder? Das geht aber schon tief drin. Merkwürdig. Also wenn ich weiß, was Elvetritsche sind, werde ich jetzt mal in der nächsten Szene dann einblenden. Traumhaft schöne Wege hier mit den Kiefern. Keine Forstwirtschaft, keine zerstörten Bäume, keine Ortschaften. Oh, herrlich. Verwunschen, mit Moos bewachsen. Hier links. In die Weite kann man da so ein bisschen gucken. Wahnsinn. Das weiße Zeug da an den Baumstämmen ist übrigens Haareis. Also Haareis ist kein Reif, sondern da ist Feuchtigkeit irgendwie im Stamm und irgendwelche Pilze. Und deswegen wächst dieses oder geht dieses Wasser so als so viel Watte aus diesem Stamm raus. Und wenn ihr das mal seht, müsst ihr echt mal anfassen. Das ist echt also wie Zuckerwatte, fässt sich an. Schon ultra cool. So, hier jetzt nochmal Haareis von nahem. So sieht das aus, das Zeug. Und wenn man darüber streicht, mal hier vorsichtig ablegen. Wenn man darüber streicht, ist es halt echt so ein bisschen wie Watte. Oh, oh Leute, das sind echt Wege hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Aber hier, dann geht's da hoch. Puh. Ja, selbst wenn es mal hier so breitere Wege gibt, sind die nicht vergleichbar so mit anderen, die in Forstfahrzeugen platt gefahren sind und der Matsch drin steht. Also selbst die laufen sich angenehm, wenn man hier halt echt immer wieder einen schönen Blick in die Ferne hat, so ein bisschen. So, jetzt laufen wir schnurstracks auf den Schuhfels zu mit einer schönen Bank. Und natürlich wieder einem herrlichen Ausblick. Man hat gar nicht so viel Zeit,
wie man eigentlich bräuchte, um hier diese Ansichten zu genießen. Leute, guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich sehe mich schon wieder im Dunkeln heute nach Hause kommen. So, und wie man hier sieht, haben wir jetzt hier einen wunderbaren Blick nochmal auf den Drachenfels, wo wir vorhin am Anfang waren. Ich liebe ja echt immer so eine Aussichtspunkte aus seiner vergangenen, Strecke, wenn man dann mal sieht, was man eigentlich schon für eine Strecke zurückgelegt hat. Das ist schon Wahnsinn. So Leute, und da hinten liegt der Buchkammerfels und da gehen wir als nächstes hin. Und dahinter, hinter dem Berg ist die Aussichtsplattform, wo das Extra-Video entstanden ist zum Sonnenaufgang. So Leute, die Aussichtsplattform jetzt absichtlich ausgelassen, weil ich keinen Bock habe auf eine schnatternde Wandergruppe. So Leute, wir steigen jetzt die Jüngstbergkanzel. Uiuiui. Oh Gott, oh Gott. Und natürlich, heiliger Strohsack, wieder grandiose Aussichten. So langsam hoffen wir, nähern wir uns hier mal dem Buchkammerfelsen. Und so kalt wie es eben auch war, umso wärmer ist es jetzt. Das ist eine kranke Jahreszeit, ne? Du startest früh bei minus 4 Grad und hast jetzt irgendwie 13 oder 14 Grad. Wahnsinn. Also ohne Navigation hier mit Outdoor Active. Würde man hier die Wege ja nicht mehr erkennen. Alter Schwede. Das ist halt keine offizielle Tour, sondern selber so ein bisschen geplant. Das ist natürlich ein bisschen spannend, das Ganze. So, hier ist das Ding, Freunde. Aber hier hoch ist halt jedes Mal eine Tortur. Hier hält man mehrere hundert Höhenmeter hoch und dann wieder runter. Puh, da merkt man jetzt, seit 4 Uhr aufstehen heute früh. Wahnsinn. Puh. Was ein Thrill, Leute. Ich hab wieder so eine Aktion aller nicht nachmachen. Holy shit.
Leute, in diese Buchkammerhöhle, die ihr eben gerade gesehen habt, kann man tatsächlich reingehen. Ich stand gerade bestimmt mit einem anderen Wanderer eine halbe Stunde vor diesem Felsen. Ich habe mir überlegt, machen wir es nicht. Und nee, wir machen es nicht. Die Felsen sind nass. Und wenn die hier abstürzt, dann ist vorbei. Aber ich habe dann einen kurzen Ausschnitt aus einem Video von Kai Sackmann. Grüße gehen raus an der Stelle. Dass ihr mal kurz seht, wie es da drin aussehen würde, wenn man reinkommen könnte oder so. Damit sage ich mal willkommen in den Buchkammern am Buchfels oder Heidenfels oder Schlüsselfels. Ich glaube, das Ding hat mehrere Namen. Kommt mit rein. Ja, hier jetzt erstmal der Eingang. So ein bisschen stufig die erste Kammer. Man sieht sehr viel Schwarz an den Decken. Also hier waren auf jeden Fall Menschen mit Fackeln am Werk. Hier sieht man auch so Einbuchtungen. Auch hier kann Holz oder ähnliches drin gesessen haben, vielleicht als Rausfallschutz. Ja, ich sehe auch gerade hier, es gab auch mal irgendein Eisentor, das das Ganze hier verschlossen hat, hier oben und unten. Jeweils ein Scharnier. Ja, dann ist das hier die erste Kammer mit einem kleinen Ausschau. Darum geht es dort in eine weitere Kammer. Jetzt brauche ich mal das Kameralicht. Eine sehr, sehr kleine Kammer. Okay. So, hier nochmal der Eingang von innen. Und dann geht es da in weitere Kammern. Das finde ich gerade absolut außergewöhnlich, sich in so einem Stück Geschichte hier zu bewegen, von dem keiner wirklich weiß, wofür es gedient hat. Hier die dritte Kammer, rechts und links mit Fenster. Da kann man sich sogar richtig hinlehnen. Und auf der anderen Seite noch ein kleines. Und dann ein weiterer Durchgang in die vierte Kammer, die auch wieder sehr, sehr klein ist. Es geht auch wieder kurz rechts, kurz links und jeweils wieder mit einem kleinen Fensterchen. Tja, wofür das wohl gut war? Also ich könnte mir auch so eine Art Wachposten am ehesten vorstellen. Wenn das mal nicht außergewöhnlich ist, oder? Da schallt hier drin richtig. Außergewöhnlicher Klang. Ja, und dann geht es hier wieder zurück zum Eingang. Super interessant. Alles hier so ganz grob behauener Stein. Das wurde ja mal in den massiven Felsen hineingeschlagen. Das muss eine ganze Menge Arbeit gewesen sein. Und gerade groß genug, dass man so halbwegs aufrecht drin gehen kann. Ich muss den Kopf so ganz leicht einziehen. Vielleicht waren die Menschen damals ein bisschen kleiner. Hier, ja, hier kann ich zum ersten Mal aufrecht stehen. Und natürlich hier im Eingangsbereich, weil es hier noch so eine Stufe runter geht. Ja, und da geht's wieder raus. Jetzt sind wir quasi oben über den Buchkammern. Und hier gibt es jetzt eine wunderschöne Bank. Heute ist einfach so geil. Dieser Ausblick schon wieder. Ein Traum. Wahnsinn. Erstmal Luft holen. Weit.
weiter geht's hier auf dem Bergrücken. Verwunschen und mysteriös. So langsam dem Ende entgegen. Die letzten Momente hier genießen. So Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. 14 Kilometer liegen hinter uns. Das Auto wartet vorgewärmt. Und damit würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich, ciao.